Herr Wutzelmann, he's back am Stissel mit einem weiteren Best Invade of the Week. Immer bei einem Invade, sage ich, wenn ich den Autismus kickt, blas die Trommel, schlag das Horn. Ich weiß, normalerweise macht das absolut keinen Sinn, aber Gott, der Spruch kommt von Stronghold Crusader. Da wurde natürlich das andersrum gesagt, das schlag die Trommel, blas das Horn. Aber ich habe mir das immer falsch eingeprägt, deswegen, wenn ich invade, sage ich den insane Spruch. Dann lübt der Lachs auch, aber komplett. Ja. Die wissen natürlich, die haben einen Blitzcrank, also die Gegner wissen das halt, dass wir invaden werden. Deswegen trappen die da zu viert, beziehungsweise gleich zu fünft, glaube ich. Ja. Facecheck insane. Hier lübt der ganz knapp wegen Triumph. Gehört noch den Kill. 1 zu 2 Trade. Er stirbt auch noch. Gnar wird umgebutzelt. Der Hol sitzt hier hook. Sie hielt. Für den Killstil. Ja, und ich, als erfolgreich beim Wutzelmann-Legende, sag dann, ich kann dir ruhig helfen, oder ich wollte mir normalerweise nicht helfen, weil die Wave schon zu weit gepusht ist. Dann sag ich mir, ne, kriegst keine Hilfe, weil dieser Olaf ist mein Primat. Weil ich bin ja schon auf dem Weg hinzugehen. Dann sag ich, ne, mach ich nicht. Ich steh mit Buff. Dreimal dürft ihr raten, was passiert. Ich weiß natürlich nicht, bei wie viel AP der ist, aber Intention. Ach, nicht Intention hier, wie heißt denn der Kack? Nein, der kann leider kein Flash. Um das zu stealen. Komplett, können wir uns nochmal angucken hier. Hook sitzt. Dachte erst, ja, ich krieg ihn sowieso nicht. Ah, dann flash ich halt. Ich hatte keine Lust, dass die Sona den Killer bekommt, den Red Buff da bekommt. Wäre, glaube ich, im Endeffekt eh egal gewesen. Hier mal ein Beispiel von einem ADC, wie man sich ihn wünscht. Geht random einfach rein. Absolut keine Ahnung warum. Kriegt free Damage. Timeline seht ihr ja, dass sie gleich sterben wird oder irgendwer. Ja, für eine Soul stirbt sie da halt einfach. Absolut keine Ahnung. Ja. Olaf ist halt Giga Ahead. Wie viel Gold hat er? Ja, 1500 zu 600. Hat aber 1000 Gold mehr in Minute 4. Jetzt auch mal eine entscheidende Szene. Ich habe halt diesen Schleier auf der Mini-App gesehen und habe halt gesagt, da ist halt der Rammus, aber Fiora, weil sie Fiora wollte halt Botlane kommen. Also juckt es halt nicht. Da kommt die Fiora. Geht halt komplett rein. Ich glaube, hier hat der Ochse. Mal wieder. Ich versteh's halt nicht, was sie so, dass sie da macht. Das ist halt sowas von Troll, was sie da die ganze Zeit macht. Stirbt sie auch gleich wieder, oder? Ja. Warte, wie sie da schon wieder stirbt. So, ja. Sie rennt halt und... ja, keine Ahnung. Was sie da halt macht, da flasht der Olaf drauf. Und ist halt tot. Und sowas passiert mir, was halt jetzt passiert, passiert mir ziemlich oft. Die Jenna, ach die Sona, ach hier, die Senna, die Troll da wieder. Die stellt mir extra vor, krieg halt die Sona heute noch in die Fresse. Und Shepard für meinen ADC, mein Primate hat mich dafür wieder geflamed, weil ich für den gestorben bin. Also kriegt halt wenigstens ein bisschen CS noch. Sie hat halt absolut keinen Farm, sie stand halt 3-0. Ja. Hier fängt halt die Miserie an. Ich wollte der Fiora da halt helfen, gehe halt in den Busch. Und wollte eigentlich abhauen, dann meinte er, ja, sagte mein Primat hier, ja, warte, warte. Dann fällt natürlich mein Hook. Und renn halt raus. Und Olaf geht einfach. Als ging direkt rein. Ich hatte gehofft, dass wenn ich da Flash ulte, dass ich halt irgendwie noch Damage macht, dass er das halt tötet. Ich glaube, hätte ich das nochmal nur durchbekommen, hätte er, glaube ich, die Sonne getötet, aber. Ah, bei den 700er Shutdown.
für den Timo. Und dann halt, wie gesagt, ging es halt komplett bergab. Ihr nächster Fight. Ja, die hat halt keinen Bock mehr auf der Botlane rumzugucken. Ja, Kopf der TP. Töten halt ziemlich gut, aber dann kommt halt noch der Ramos und dann keine Ahnung, warum mein Primata wieder reinlaufen will. Geht nicht. Hat er wieder einen Free-Shot dann abgegeben, aber ja. Ich wollte mir fix den nächsten Fight angucken, der wird halt nicht besser werden. Ja, Olaf geht halt einfach gegen 1 gegen 4 rein, keine Ahnung warum. Man muss auch mal die eigenen Primaten mobben hier, so wie es sich gehört. Wenn man schon falsch spielt, dann... Weil ich dachte, wir waren halt Full AD. Halt. Ihr seid eine einzige Gute, was halt die Fiora macht, sie tötet halt den Gnada. Und pusht halt wie ein Berserker. Ist ja nichts Besonderes bei, ist halt der Sinn von Fiora. Hab ich in meinem Team gedacht, wenn wir die abhalten. Vom Backporten kann die Fioras den Inhib dann nehmen. War leider nicht der Fall. Und ich und unser Primat waren eigentlich schon ziemlich sicher, dass wir das Game halt verlieren werden. Weil wir sind halt Full AD. Haben Full AD reingepickt in den fucking Ramos. Aber dann hier. Der Super Baron Dance. Ich hook die Sona. Bambutzelt, bambutzelt, bambutzelt. Ist natürlich tot. Fiora ist natürlich Botlane. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was Fiora jetzt gleich machen wird. Na, seht ihr hier in der Timeline. Ja, der flasht der Knall rein. Das hat der Ogre ziemlich gut gemacht. Ich hatte gehofft, dass er da den Burn bekommt, weil ich habe gesehen, dass die Fiora da alleine ist. Ah. Das war halt ziemlich sahnig. Ja, jetzt wollen wir das Game halt ziemlich knackig finishen. Sind halt alle tot, außer die Sona. Oder sind halt alle tot, aber die Sona spawnt als nächstes. Ich, als suizidgefährdeter Kappa, renne natürlich durch die kompletten Minions, ach Tower hier. Um schnell zum Inhibitor zu kommen. Ich werde einfach gestoppt, hätte die Sender mich nicht gecued. Dann haben wir das Game halt echt noch gewonnen, somehow. Ja, was denkt man daraus? Invaden lohnt sich immer. Und das ist auch eine wichtig hier für euch, dass ihr immer invadet. Es kann halt immer sein, dass jemand AFK ist. Ja. Das hat uns halt das Game gewonnen. Als Olaf halt ziemlich fett am Anfang war, wäre halt am Anfang nicht so fett gewesen, hätte halt nichts machen können, das Game. Aber so haben wir das Game gewonnen. Easy peasy lemon squeezy. Ich wünsche Spaß. Und wie immer, bis zum nächsten Mal.